Leute in der Schweizer Motorradszene, und zwar der Roland Bündner, kannst du nicht hier kommen. Roland Bündner ist Präsident von Motorswiss, vom Schweizerischen Verband der Importeure von Motorrädern. Seit mehreren Jahren und seit Jahrzehnten in der Szene dabei. Es gibt wenige Leute, die sich wahrscheinlich in der Szene so gut auskennen wie der Roland. Roland, im Moment wählt uns aus Bern und aus Brüssel und aus verschiedenen Amtsstufen einen relativen herben Preisen entgegen. Lärm, Abgas, technische Kontrolle, höhere Kosten bei der Ausbildung. Im Moment ist es nicht ganz einfach. Man hat mit Garantie schon einfachere Zeiten erlebt in unserem Land. Das ist so. Es ist aber nicht einmal unbedingt das, was uns vorgegeben wird in Sachen technische Vorschriften und so weiter, die werden normalerweise mit den Herstellern noch bis zu einem gewissen Grad noch abgesprochen. Was für unseren Markt viel gefährlicher ist, sind politische Neigungen, die wir speziell in der Schweiz spüren, ganz klar spüren, weil es gewissen Politikern zum Teil fast langweilig ist, weil es uns so gut geht. Kommen wir nachher noch ein bisschen zu dem zurück. Grundsätzlich können wir aus 2013, ist da wirklich nur das Wetter schuld gewesen, dass wir da 5% ein bisschen hinten sind. Es ist eine Tatsache, dass der letztjährige Winter bis im Juni nicht aufhören wollte. Wir haben nicht eine oder zwei Wochen drin mit Sonnenschein. Im Juli ist es dann 35 Grad geworden, also hat niemand so richtig Freude gehabt, einen Helm oder Sicherheitsbekleidung anzulegen. Das hat uns natürlich schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also das Wetter grundsätzlich macht eigentlich über den Daumen, kann man sagen, bis zu 10% von der Neulösungen kann es ausmachen. Jetzt letztes Jahr sind wir glücklich davon gekommen mit 5%. Und wir müssen auch wissen, dass das 13. Mit einem sehr guten Jahr 2012 verglichen wird. Das vergisst man sehr gerne, weil da haben wir wunderbar gute Zahlen geschrieben. Und trotzdem, mit Skepsis schauen wir alle auf die wirtschaftliche Entwicklung in unserem europäischen Umfeld, die politische Gefahr, die dort draussen droht und auf uns kommt. Ja, es ist natürlich eine Tatsache, dass die Hersteller brauchen alle miteinander, brauchen die gesunde Märkte, damit auch wir jedes Jahr wieder können über schöne Paletten von neuen Modellen zählen. Wenn die Märkte nicht vorhanden sind, wird das natürlich in erster Linie eng für die Hersteller, wie wir im Moment auch gerade spüren. Wir haben im Vergleich zum Beispiel noch vor dem 08, haben wir jedes Jahr von jeder Marke 4 bis 6 neue Modelle da stehen gehabt. Da hat ganz Europa als Markt noch funktioniert. Heute ist das anders. Heute müssen wir froh sein, wenn eine grosse Marke noch 1 bis 2 neue Modelle bringt, weil halt eben zumindest der Südteil von Europa nicht mehr funktioniert wie auch schon. Das gibt natürlich für den Hersteller umso weniger Produktionsmenge und ist zu gefährlich, etwas herzustellen, das er eventuell nachher nicht loskriegt. Wir haben aus Brüssel, aber auch, und auch bei uns in der Schweiz, ganz einen gefährlichen Vorstoß, und zwar das UREC-M, also eine Kommission aus dem Nationalrat, die vorgehabt hat, dass man schon also die Töpfe, die schon eingelöst sind, dass die alle angepasst werden auf die Euro 4-Norm. Das würde heissen, dass Zehntausende von Töpfen in der Schweiz hätten nachträglich abgeändert werden und unter dem Deckband, wie es aufgestellt wird, von speziell Motorräder mit speziell störenden Emissionen verursachen. Das ist einfach ein absoluter Humbug, das wäre der Tod für die ganze Branche. Also einerseits, wenn so etwas durchkommt, wäre das der Tod, ganz klar. Nur, wir leben natürlich schon in der Überzeugung, dass so ein Blödsinn nicht durchkommt. Man muss sich auch ein bisschen die Logik von diesen Leuten vorstellen, die sich so etwas, wo uns wollen, so etwas aufzwingen. Es ist einfach nicht machbar. Schon mal grundsätzlich. Aber man muss sagen, die Abstimmung dort in dieser Kommission, die ist mit 13 zu 12 Stimmen angenommen worden, also sehr, sehr eng. Aber trotzdem, es zeigt uns, es gibt Politiker, die Zeit und Musse haben, sich mit uns zu beschäftigen, respektive auf unserem Buckel, wenn Stimmen fangen bei der Bevölkerung. Das zeigt mir einfach, dass wir sonst kein Problem haben. Dass man anfangen auf solche Nischenprodukte wie den Motor am Markt muss abstimmen. Muss abgehen, um Stimmen zu fangen. Was kann Motorswiss, der Präsident, auch mehr alle gegen das tun? Grundsätzlich liegt es an uns allen, die Leute zu wählen, die für unsere Freiheit, für unsere Interessen natürlich einstehen. Das ist einmal eine Seite. Die andere Seite ist,
Wir Motorradfahrer, wir sind sehr freiheitsliebend. Wir sind eine freiheitsliebende Gruppe, die zum Großteil von den Nicht-Motorradfahrern kaum verstanden werden. Und wir sollten uns vielleicht auch ein bisschen am Riemen reissen und nicht nur offene Auspuffe und mit 180 und so weiter rumfahren. Die Zeiten sind einfach durch, leider. Aber sie sind politisch vorbei. Der andere Punkt ist natürlich auch noch, und das geht in erster Linie an Medien, dass jeder, also wir haben es zumindest so vor, jeder, der irgendetwas, gegen irgendetwas hat, kommt eine mediale Bühne über. Und mag das auch noch so Blödsinn sein, wo man verzapft, irgendwie kriegt jeder, der etwas Negatives bringt, kriegt eine Bühne. Und das schafft nicht nur uns Motorradfahrer, sondern allgemein allen Branchen. Merci vielmals, Roland Münter, für die klaren Worte, Präsident.